Willkommen zu einer FAS Langenbold-Folge. Ja, wir haben hier einen LKW-Brand reingekriegt und fahren jetzt hier gleich mit dem Fahrzeug raus. Damit das alles ein bisschen schneller geht, überspringe ich das mal kurz. So. Genau, jetzt sind wir hier. Die Kameraden sind jetzt schon eingetroffen, jetzt besetzen wir halt nur noch die Fahrzeuge. Jetzt muss ich nur gucken, welche Fahrzeuge wir hier besetzen wollen. So, machen wir gleich mal hier die Tore auf. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Also wir fahren auf jeden Fall raus mit dem GBG. Weil wir wissen ja nicht, was für ein LKW brennt. Deshalb fahren wir hier mit dem Gerätewagen Logistik raus. Gerätewagen Gefahrgut, mein Fahrzeug Fehler. Genau, fahren wir mit dem GWG raus, ERW fährt raus, das LF20 fährt raus. Und ja, da schauen wir erstmal, was uns da erwartet. Auf der A45. ERW fährt raus, Gerätewagen Gefahrgut raus. Jetzt besetzen wir hier noch das LF20. Ja, je nachdem, wie viele Leute wir jetzt aufs LF kriegen. Gucken wir, was für ein Fahrzeug wir noch rausfahren können. Wird umgehend durchgeführt. So. Müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, LKW brennt. Wir wissen aber nicht, was für ein LKW. Es kann ja auch, keine Ahnung, LKW mit Gefahrstoffen sein. Oder halt, wer weiß, was der geladen hat. Deswegen fahren wir hier mal mit Gefahrgut raus. Ja, LF ist jetzt gleich voll. 6 Leute sind jetzt drinne. Was gibt's? Wird umgehend durch. Gut. Ja. Ich würde sagen, dann fahren wir noch mit dem MTF raus. Weil wir haben jetzt nur noch quasi 2 Leute und wenn wir jetzt hier mit dem HLF oder mit dem LF10 rausfahren, mit 2 Leuten, das ist halt nicht schön. Deshalb fahren wir mal mit einem MTW raus. Würde ich jetzt sagen. Weil wir haben ja, wir können ja dann auch nachalarmieren, je nachdem, was uns da erwartet. Hier, schön zu sehen. Also ich finde die Modifikation richtig geil. Auch wenn sie nicht fertig ist. Ich finde sie einfach nur geil. So, der MTW fährt auch raus. Hier haben wir jetzt einen kleinen Fehler. Ich weiß nicht, sonst ist das eigentlich nicht der Fall. Aber okay. So. So, jetzt sind wir hier auf der Karte. Es gab hier gerade eine Explosion vom LKW. Ja, es sind Paletten, würde ich mal sagen. Und wieder eine Explosion. Fahrzeug 1 hört. Sieht schon mal heftig aus hier, was hier los ist. Auf dem Weg. Nicht, dass die Zugmaschine hier auch noch explodiert. So, Gerätewagen Gefahrgut auf. Da. Gut. Wir müssen auf jeden Fall nachalarmieren. Ja, bin unterwegs. Fahrzeug 1 hört. Und erstmal Abstand halten. Was gibt's? Auf dem Weg. Ist mal ganz wichtig, erstmal hier. So. Gerätewagen Gefahrgut müssen wir irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen anders hinstellen, damit hier die Fahrzeuge durchkommen. Ja, wie gesagt, es leckt kurz, wenn die Fahrzeuge eintreffen, also wundert euch nicht. Das ist normal. Dann müssen wir den Gerätewagen Gefahrgut hier mal ein bisschen anders hinstellen, damit hier noch Platz ist. So, perfekt. Ja, wie gesagt, der LKW brennt hier mit Explosion zwischendurch, deshalb müssen wir hier aufpassen. Ja, schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 2 hört.
So, jetzt haben wir hier Folgendes. Das LF20 ist jetzt auch da. Der MTW ist auch jetzt da. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Muss ich jetzt mal schauen. Wobei, wir stellen die Fahrzeuge jetzt hier mal erstmal so, wie in Real, rechts an den Harbanrand hin. So kenne ich das jedenfalls, dass man die Fahrzeuge dann so hinstellt. Das Fahrzeug fahren wir jetzt mal hier ausnahmsweise dran vorbei. Oh, Explosion. Fahrzeug 3 hört. Ja. Schon unterwegs. Ausnahmsweise. Fahrzeug 3 hört. Wie gesagt, genau, wir müssen jetzt erstmal hier Fahrzeug 3 hört. Nachalarmieren. Wir alarmieren. Folgendes erstmal. Auf jeden Fall das 11106 fahren wir raus. HLF. Gerätewagen Logistik, noch ein HLF. Und dann den Abrollcontainer Rüst. Genau. Ja, die alarmieren wir erstmal, damit wir hier gucken, wie das so funktioniert. Wir müssen auch gucken, wie das hier mit dem Platz wird, weil das wird alles ganz eng hier. Erstmal gehen jetzt zwei PA-Träger an den LKW ran und gucken, was da los ist, ob da, ja, eine Warntafel ist mit den Gefahrenstoffen. Aber es sieht halt so aus, dass es nur Paletten sind. Gut. Dann warten wir jetzt erstmal auf die nachrückenden Kräfte. Das LF-10-6 ist jetzt eingetroffen. Höre, schon unterwegs. Fahrer befindet sich nicht mehr im LKW. Kann man auch schon mal sagen. So. Wir müssen jetzt schauen, wie machen wir das hier? Ich würde sagen, wir rüsten erstmal hier auf, machen vorsichtshalber trotzdem einen Verteiler, einen kleinen Löschangriff. Wo wir hier auch erstmal mit Schaum reinknallen könnten. Aber Schaum habe ich jetzt nicht in diesem Modifikation gesehen. Deshalb gucken wir mal. Genau. So. Das LF-10-6 ist jetzt da. Das stellen wir aber auch erstmal an die Seite. Fahrzeug 5 hört. Schon unterwegs. So, die anderen Kräfte sind jetzt auch da. Fahrzeug 6 hört. Da haben wir das HLF-20. Das fahren wir auch erstmal an die Seite. Haben man überall nur Martinshorn hier. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 7 hört. Auf dem Weg. So. Das passt doch schon mal ganz gut hier, wie wir die Fahrzeuge hier hingestellt haben. Somit haben wir halt die Möglichkeit, noch weitere Kräfte nach vorne zu schicken. Was gibt's? Genau. So, weiter machen wir hier mit dem Löschangriff. Der Kollege holt sich jetzt hier einen Schlauch und der setzt den Verteiler dahin. Dann, ja, wird das schon klappen. Fahrzeug 8 hört. So, hier haben wir einmal die schön, meine Lieblingsfahrzeuge. Einmal schönes HLF und der Geräte, Wagen Atemschutz. Auf dem Weg. Gefällt mir richtig gut, das Fahrzeug. Wie gesagt, ich habe schon ein Video gemacht von der Hanau-Modifikation. Könnt ihr euch ja mal angucken. Da war das Fahrzeug in der Wache und ich konnte es nicht rausfahren. Jetzt spielen wir hier wieder die Langensilbold-Wache und da kannst du halt diese Fahrzeuge, die bei Hanau stehen, nachalarmieren. Das finde ich ganz cool. Andersrum geht's nicht, aber so ist das schon ganz cool, dass du halt die Möglichkeit hast, von Hanau die Fahrzeuge hier zu alarmieren. Finde ich cool. Ja, wie gesagt, hier der Gerätewagen Logistik gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Fahrzeug 9 so, wir müssen jetzt gucken, wie wir das hier machen. Wir versuchen hier erstmal einen Container erstmal hier so hinzustellen. Weil anders geht's ja nicht, sonst blockieren wir ja hier die Fahrbahn. Dann kommen ja keine weiteren Kräfte mehr hierher.
So, hier haben wir einmal das schöne HLF aus der Hanau-Wache. Eines meiner Lieblingsfahrzeuge hier. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier hinstellen. Weil ich finde ja schon, dass das hier ein bisschen vernünftig steht, deshalb muss ich mal schauen. Das ist immer so eine Sache. Deshalb, es wundert mich gerade, dass ich die Fahrzeuge da so gut an den Rand gekriegt habe. In einer Reihe. Ja, ich glaube, wenn wir hier ein Strahlrohr haben, das wird nicht viel bringen bei dem LKW mit Holzpaletten. Aber, ja. Da wir ja nicht wussten, was uns hier erwartet, was für ein LKW hier brennt, haben wir halt nochmal Gefahrgut alarmiert. Den wir ja sowieso losgeschickt haben. Den Geräte waren Gefahrgut und halt noch Atemschutz. Vorsichtshalber. Aber den brauchen wir ja sowieso hier, weil, ja. Was gibt's? Weil wir den halt brauchen, genau. So. Wir brauchen alle PA-Träger, die müssen sich mal sammeln hier, damit wir schon mal wissen, wer hier alles PA hat. Die sich dann hier vor das Fahrzeug begeben können. Schon unterwegs. Aber gefällt mir richtig gut, wie ich das hier gemacht habe mit den Fahrzeugen. Muss ich ehrlich sagen. Genau, und bei dem Gerätewagen-Gefahrgut, ich weiß jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Kannst du die Bordwand aufmachen? Kein Problem. Ich weiß nicht, ob du da Material holen musst oder irgendwas anderes. Irgendwas war da. Ich versuche das gleich mal. Dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, hier der Strahlenschutz-Atemschutz-Container gefällt mir einfach richtig gut. Was gibt? Bin unterwegs. Wird gemacht. So. Bei dem LF10, ja, haben wir jetzt erstmal die Geräteräume geöffnet. Genauso wie hier mit dem HLF. Da versuchen wir jetzt auch mal was zu machen. Leider holt der Schlauch jetzt hier aus dem Gerätewagen Logistik. Ja, schon unterwegs. So. Noch kräftig hier am Löschen, die Kollegen. Ja. Deshalb würde ich sagen, wir machen hier bei dem HLF von der Feuerwehr Hanau machen wir noch einen Verteiler drauf. Dann haben wir hier schon mal zwei Löschangriffe von zwei Fahrzeugen. Das wäre ganz cool, auf jeden Fall. Und dann haben wir ja hier noch genügend PA-Träger, die sich dann halt, je nachdem, wie viel wir noch brauchen, mit einem Schlauch ausrüsten, Strahlrohr und dann draufhalten. Ja, sieht schon echt krass aus hier mit den Fahrzeugen. Ich find's echt schade, dass die Modifikation auf Eis gelegt wurde. Meiner Meinung nach wird die nicht mehr weitergemacht. Trotzdem, ich finde die einfach nur geil. Einfach nur geil. Fahrzeug 2 hört. Schöne Fahrzeuge. Ich werde euch unten in die Beschreibung natürlich wieder den Download in die Beschreibung packen. Da könnt ihr euch dann den Mod runterladen. Natürlich könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und natürlich über einen Daumen nach oben. Oder je nachdem, wie euch das Video gefällt, könnt ihr halt positiven Daumen draufklicken. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Ja, wie gesagt, da die Emergency Langenselbold Videos bei euch gut ankommen, habe ich mir gedacht, mache ich hier noch eins. Gerade mit dem schönen Gerätewagen Logistik und Strahlenschutz-Atemschutz Container. Wollte ich halt auf jeden Fall nochmal ein Video davon machen, weil es sich auf jeden Fall lohnt. So. Jetzt haben wir hier PA-Träger. Ja. Die sind hier noch kräftig am Löschen, die Kollegen. Deshalb müssen wir unbedingt hier vom HLF noch einen Löschangriff bzw. Verteiler setzen. Sonst wird das hier nichts. Fahrzeug 9 hört.
Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 9. Wenn nicht, müssen wir sogar noch ein paar Kräfte nachalarmieren. Beziehungsweise unbedingt ein TLF. Vielleicht schafft er das TLF durch die Wurfreichweite halt an den LKW ranzukommen. Müssen wir je nachdem, müssen wir gucken, ob wir das Feuer jetzt unter Kontrolle kriegen oder eher nicht. So, dann setzen wir mal den Verteiler hier hin. Kein Problem. Damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich befürchte aber, das wird sowieso länger dauern, bis wir hier den Einsatz fertig haben. Weil das sind einzelne Paletten und die brennen alle. Also, da hat sich schon jemand was bei gedacht. Auf den Weg. Zur Not schneide ich das Video. Und, ja. Bin unterwegs. Aber auch nur zur Not. Falls es nicht so lange dauert oder falls es zu lange dauert. So, jetzt holen wir noch einen PA-Träger, der mit einem Strahlrohr ausgerüstet ist. Der muss dann mal hierher kommen. Damit der hier mal anfängt zu löschen, damit wir das hier mal unter Kontrolle kriegen. Fahrzeug 6 hört. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch mehr PA-Träger. Beziehungsweise einen auf jeden Fall. So, ja, der holt jetzt erstmal einen Schlauch aus dem HLF. Damit sind jetzt die Tore auch auf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt so gut wie alle PA-Träger. Im LF-10 sind noch welche drin, genau. Das habe ich total vergessen. Das heißt, die sammeln sich auch nochmal da am Sammelpunkt für PA-Träger. Was gibt's? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ja? Bin unterwegs. So. Was gibt's? Ja, ich finde das immer ganz cool, wenn man hier so, Es halt so aussieht, als ob die sich unterhalten würden und das alles ein bisschen real rüberkommt. Ich hoffe, man versteht das, was ich meine. Also ich versuche es halt real nachzustellen, würde ich jetzt mal sagen. Ob es rüberkommt, ich weiß es nicht. Das müsst ihr beurteilen, ob ich das hier richtig mache. Da ich so gut wie nie einen Einsatz auf der Autobahn habe. Fahrzeug oder Bundesstraße, was auch immer das hier ist. Fahrzeug 5 hört. Ja, schon unterwegs. So. Was gibt's? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Was gibt's? Ja, ich würde mal sagen, das ist hier schon ein kleiner bzw. großer Großeinsatz. Ja, mit den ganzen Fahrzeugen aus den anderen Ortswehren. Langensilbold haben wir nicht ganz alarmiert, die ganzen Fahrzeuge brauchen wir auch nicht. Auf dem Weg. Je nachdem müssen wir mal gucken, wie das jetzt noch wie lange das noch dauert hier mit dem LKW. Schaum wäre natürlich noch eine Möglichkeit, aber so wie ich das hier gesehen habe, gibt es hier keinen Schaum in der Modifikation. Und zum Glück haben die Fahrzeuge unendlich Wasser auf dem Tank. Was habe ich da gerade gesagt? Ich meine unendlich Wasser im Tank. Sonst hätten wir nämlich hier ein Problem. Ja, wie gesagt, wir versuchen jetzt hier mal den Container abzustellen. Aber ich würde sagen, da ist ein Container im Container drinne. So wie ich das in Erinnerung habe. Das kann man jetzt ganz gut sehen. Ja, egal. So.
Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir hier den Brand gelöscht haben. Aber an sich gefällt mir das richtig gut. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt hat er hier zwei Container. Fahrzeug 9 hört. Da hätte er auch gleich mit Hänger kommen können. Quasi. Würde ich jetzt mal sagen. Bin unterwegs. Aber wir können den Container auf jeden Fall noch abstellen, den wir jetzt noch da drauf haben. Der bleibt da noch unten. Höre, auf dem Weg. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den hier hinstellen. Nicht, dass wir hier wieder die Fahrbahn zumachen. Falls wir hier noch TLF nachalarmieren. Ja, wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 9 hört. Unterwegs. Ich komme mir gerade echt nicht klar mit dem Abrollcontainer. Man kann ihn auf jeden Fall öffnen. Das finde ich auch richtig geil. Schon unterwegs. Müssen wir mal schauen. So, jetzt rollen wir den Container mal ab. Das klappt auf jeden Fall. So. Ja, jetzt sieht das natürlich ein bisschen scheiße geparkt aus. Ich hätte den da stehen lassen sollen, da wo er vorher stand. Mit Container oben. Aber egal. Lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Weil ich krieg den Container, also beziehungsweise das Fahrzeug lässt sich jetzt überhaupt nicht mehr bewegen. Deshalb hätte ich das Fahrzeug da stehen lassen sollen. Ah, schade. Aber das weiß man alles erst danach. Schade. Egal. So. Wir überspringen das jetzt Ganze mal hier, damit das hier ein bisschen schneller geht. Würde ich jetzt mal sagen. Wir müssen... Das Video soll ja auch nicht zu lange werden. Wegen einem Einsatz. Deshalb machen wir das mal ein bisschen schneller hier. So, wir haben das jetzt mal kurz ein bisschen übersprungen. Gucken, ob das jetzt gleich aus ist. Es sieht auf jeden Fall danach aus. Ja. So, wir alarmieren nochmal den Abrollcontainer Bau und ein TLF. Gucken, ob das dann funktioniert. Wie ich mir das vorgestellt habe. Hier kannst du, wie gesagt, den Container öffnen. Zack. Bordwand auf. Sieht richtig cool aus. Leider habe ich jetzt die Fahrzeuge ein bisschen doof hinten geparkt. Ich finde es aber einfach nur geil. Hört. Wenn ihr mein Hanau-Video gesehen habt, von der Lange Söboldwach, ja genau, von dem Video, dann, ja, da habe ich ja gesagt, dass sich das Fahrzeug nicht bewegen lässt, wenn ihr die Hanau, Wache spielt. Aber wie gesagt, wenn ihr die Lange Söbold wie hier spielt, könnt ihr diese Fahrzeuge nachalarmieren. Das finde ich auf jeden Fall geil. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier machen. Der Bau-LKW beziehungsweise Abrollcontainer ist jetzt auch da. TLF ist auch da. Fahrzeug 12 hört. Ja, gucken wir mal, wie wir das hier hinstellen. Auf dem Weg. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 12 hört. Bin unterwegs.
Feuer müsste eigentlich mal ausgehen, weil ich habe das Video jetzt echt übersprungen, ein bisschen. Das Tele fahren wir jetzt einfach da an Einsatzort ran und gucken, ob das von der Reichweite geht. Fahrzeug 13 hört. Jetzt haben wir hier ein Problem. Bin unterwegs. Weiß dann nicht mehr, wo wir den Abrollcontainerbau hinschicken sollen. Fahrzeug 12 hört. Aber abrollen werde ich den auf jeden Fall nicht, kann ich euch jetzt sagen. Schon unterwegs. Weil das Feuer Fahrzeug ist ja sowieso gleich hört. Aus. Schon unterwegs. So, stellen wir das TLF mal dahin. Und machen dann den Wasserwerfer an und gucken, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, aber irgendwie erinnere mich hier diese Fahrzeuge. Ich komme ja hier aus der Region Hannover. Total an die Berufsfeuerwehr. Ich weiß nicht warum. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist natürlich da. Ja, wir müssen mal gucken hier, dass das TLF nicht überall reinfährt. Das sieht dann auch scheiße aus. So. Wasserwerfer an und dann gib mal Stoff hier. Aber es kommt auf jeden Fall ran. An den LKW. Das ist schon mal sehr gut. Damit haben wir dann schon mal den Einsatz gleich beendet auf jeden Fall. Wie gesagt, diese LKWs gefallen mir richtig gut. Echt geil, diese Fahrzeuge. Ja, Feuer ist gleich aus. Fahrzeug 6 hört. Genau, müssen wir mal gucken. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ich das hier so gemacht habe. Wie ich mich hier eingestellt habe mit den Fahrzeugen und so. Ja. Ich hätte natürlich hier vorne noch ein Fahrzeug hinstellen können, aber ja, habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Nach einer guten halben Stunde. Ja, genau. So. Soweit ist alles fertig. Und das ist auch wieder so ein Einsatz, der mir richtig gut gefallen hat. So wie mein Video mit der Rettungsgasse. War auch ein cooler Einsatz, aber der ist auch natürlich richtig geil. Also ich finde, die Modifikation hat echt Potenzial. Muss man echt sagen. Da ich ja nicht aus der Ecke komme, kann ich dazu nicht so viel sagen. So wie mit dem Hanau-Video. Dass es eine Berufsfeuerwehr ist oder eine Freiwillige, das wusste ich jetzt persönlich nicht. Deshalb ist es immer cool, wenn ihr mir da mich da beziehungsweise aufklärt. Für die Leute, die da halt herkommen. So, ich bedanke mich erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Die Leute werden jetzt hier erstmal zum Gerätewagen Atemschutz gehen, zum Container und sie die PA-Flaschen wieder auffüllen lassen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, das war's eigentlich. Feuer aus, Einsatzstelle wird an die Polizei übergeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über einen positiven Daumen freuen. Also haut rein, euer Kev.